Wir sind ein bisschen abgetaucht. Auf Tauchstation. Auf Tauchstation. Weil man hier unten nämlich die Seehunde gucken kann. Naja, wenn sie sich denn bemüßigt fühlen, mal am Fenster vorbei zu schwimmen. Guck mal da. Also das Aquarium ist ja so ein Ort, wo jeder einmal gewesen sein muss. Du warst da noch nicht? Jetzt komm. Ich gehe ja jetzt dahin, oder? Ernsthaft? Du warst da noch nicht? Wir werden Armin treffen, der uns einen exklusiven Blick hinter die Kulissen gibt und erzählt, wofür das Aquarium so steht. Das ist sehr einzigartig, dass eigentlich in der Stadt ein Seehundbecken vorhanden ist. Das sind im Prinzip die Kieler Lieblinge auch, die Seehunde. Großes Highlight sind natürlich die Seehundfütterungen, die zweimal täglich außer freitags stattfinden. Also eine Besonderheit vom Kieler Aquarium ist nach wie vor unser Heringskreisel. Da haben wir Heringe, ganzen Heringsschwarm drin schwimmen. Das ist insofern eine Besonderheit, weil die sehr empfindlich zu transportieren sind. Man kann nicht einfach Heringe mit dem Netz fangen und dann in ein Aquarium stecken. Da würden die sofort ihre Schuppen verlieren. Man sieht erstmal Tiere, Fische. Damit holt man schon mal die Kinder ab und macht ihn neugierig darauf. Aber dann, wenn man die Informationen liest, gibt es auch immer noch zusätzliche Informationen, die man dann im Display abrufen kann, je nachdem, wie tief man eben einsteigen möchte. Wir entwickeln uns eben von einem reinen Schauaquarium immer mehr jetzt zu einem Schaufenster der Forschung, weil wir eben darstellen möchten, dass wir nicht nur hier tolle, interessante Tiere haben, sondern auch im Hintergrund ein Institut, was sich der Meeresforschung verschrieben hat, beispielsweise im Klimawandel oder auch marine Ressourcen. Also wir haben zum Beispiel einen Teilbereich des Instituts, ist das Marine Wirkstoffzentrum. Da erforscht man an Algen oder an Pilzen, die im Meer existieren, und guckt, ob man da nicht aus denen Wirkstoffe für die Zukunft extrahieren kann. Und ja, das Faszinierende an der Meeresforschung ist, dass noch so vieles zu entdecken gilt. Ja, mein Name ist Armin, ich bin der wissenschaftliche Leiter vom Aquarium Geomar. Und wenn das Wetter mal passt oder ihr hier in der Nähe seid, kommt doch einfach mal uns besuchen.